Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu meinem Let's Play Victoria. Ja, was ist passiert? Wir haben das letzte Mal einen Krieg gegen Großbritannien geführt und genialerweise, nachdem der Anfang ja nicht so gut gelaufen ist und ich einen Neustart des Kriegs gemacht habe, habe ich gleichzeitig ein paar wirklich dumme Dinge getan. Offensichtlich habe ich dadurch den Rhythmus von Aufnahme und Nichtaufnahme gewechselt und habe dann genialerweise nur von den 4 Folgen die Pausen zwischen den Folgen aufgenommen, was absolut irre ist, weil ihr jetzt den gesamten Krieg nicht gesehen habt, der nicht schlecht gelaufen ist. Also der Krieg hat 3 bis 4 Jahre gedauert etwa, wir haben jetzt 1897 und ihr seht, wir haben hier im Osten von Punjab die Vereinten Provinzen erobert von Großbritannien. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Außerdem, was ich glaube, was noch wichtiger ist, wir haben Baroda als Marionettenstaat von Großbritannien freigeschaufelt. Das heißt, das ist jetzt kein Mitglied des britischen Empires mehr, was gut ist, weil wenn dort Nationalisten aufkommen und Indien gründen, werden wir Indien werden. Und dann haben wir einen Kriegsgrund gegen Großbritannien und ab diesem Zeitpunkt können wir sagen, wann Krieg ist und wann nicht. Das wird sehr schön. Ja, wichtig ist, sind vor allem auch diese Vereinten Provinzen, also ich zeige euch das mal. Die sind zwar leider eine Kolonie jetzt, weil sie auch bei den Briten eine Kolonie waren. Aber wir haben die Möglichkeit, immerhin sind 6% der Bevölkerung in den Vereinten Provinzen Punjabisch, das heißt Mitglieder meines Volks quasi. Mit etwas Glück schaffen wir es, die Vereinten Provinzen zu einem normalen Bundesstaat zu machen. Allerdings haben wir erst 0,07% der Bürokraten dort, also 0,07% sind Bürokraten und darf, also nein, es sind glaube ich mehr Bürokraten fast, ja, 0,4% sind Bürokraten, aber nur 0,07% der Bevölkerung sind punjabische Bürokraten, was schlecht ist, weil wenn wir 1% Bürokraten haben, hätten, dann würden wir die Provinz quasi punjabisch machen und wir könnten dort so viel Fabriken reinstellen, wie wir uns niemals leisten können wahrscheinlich. Das wäre dann der absolute Irrsinn. Außerdem ist mir aufgefallen, bevor ich letztens abgedreht habe, Punjab ist jetzt 8. was das Ranking betrifft. Wir schauen uns das kurz an. Wir haben 590 Punkte. Wir haben extrem viel Prestige in diesem Krieg gewonnen und unser Militär wird auch stärker. Was bedeutet, wir sind stärker als Österreich. Das heißt, mit etwas Glück haben wir Österreich in einem halben Jahr als Großmacht abgelöst und wir sind eine Großmacht. Ich habe noch nie gesehen, dass Punjab zu einer Großmacht wird, aber gut, andererseits, das ist auch das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Mensch Punjab spielt. Wir sind so großartig. Und das, obwohl der Krieg am Anfang wirklich, wirklich schlecht gelaufen ist. Ich weiß nicht genau, wo die Briten ihre ganzen Truppen hergenommen haben am Anfang. Naja, gut, aus Britannien, aus den Vereinten Provinzen, vor allem 8 Millionen Einwohner. 8 Millionen, nein, nicht 8 Millionen Einwohner, es sind mehr als 8 Millionen Einwohner, es sind 8 Millionen Arbeiter. Das heißt, Einwohner hat das Ding, glaube ich, 3-mal so viel oder noch mehr. Mit Punjab haben wir die Bevölkerungszahl, mit den Vereinten Provinzen haben wir die Bevölkerungszahl, glaube ich, verdoppelt vom Gesamt-Punjab. Ja, auch die Gesamtbevölkerung habe ich mir letztens noch angeschaut. Wir sind jetzt knapp hinter Österreich, was die Gesamtbevölkerung betrifft. Da sind wir hier. 55,5 Millionen Einwohner, Österreich hat 57,9. Wenn man bedenkt, dass das Himmlische Königreich, Guangxi und China alles eins ist, also alles zu China gehört, ist nur China, Großbritannien, Russland, Frankreich und Österreich noch größer als wir.
Wobei ich dazu sagen muss, ich nehme an, dass wir Österreich überholen werden, was die Größe betrifft. Vor allem, wenn wir weitere indische Staaten erobern, dann überholen wir auf jeden Fall auch noch Frankreich und Russland. Bei Großbritannien wahrscheinlich auch, weil in dem Maße, wo wir indische Provinzen gewinnen, verliert Großbritannien ja welche. Ja, interessant auch, unsere Alphabetisierung ist bei 42%. Wir haben jetzt circa gleich viele Menschen, die lesen können wie Österreich. Hurra. Sind natürlich noch immer eher schwach. Großbritannien ist natürlich noch vor uns. Aber wir holen auf, wir holen auf. Also unsere Alphabetisierungsrate holt echt auf. Ich bin ziemlich begeistert. Und Österreich haben wir bald überholt, hoffe ich. Na gut, ja, das ist die Ausgangssituation. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal das Heer weiter ausbauen. Also wir können jetzt mehr Truppen bauen. Das letzte Mal habe ich schon begonnen, eine neue Armee auszuheben. Ich werde dann auch die einzelnen Truppen, die... weil viele von unseren Armeen haben ja doch recht viel Leute verloren. Die werde ich dann auch erneuern. Kommunistische Soldaten. Na gut, lassen wir mal das Spiel laufen eine Weile. Und schauen wir mal, was passiert. Geld haben wir auch wieder, das brauchen wir eh. Wir haben nämlich einen Haufen Schulden in diesem Krieg aufnehmen müssen. Ah, eh nur 70.000, gut. Und Peru hat wieder ein Bündnis mit uns. Gut, ja, machen wir doch glatt. Was sind das für welche? Das sind Nationalisten, gell? Ah, noch mehr. Zu denen kommt Großbritannien auch nicht. Wer weiß, vielleicht bilden ja die ihr jetzt daher. Diese Nationalisten will ich echt nicht mehr im Land. Ich will zwar Indien haben, aber keine Revolution. Shanghai. Ja, machen wir doch glatt. Ja, China hat im Übrigen Yunnan erobert, meinen Verbündeten von damals. Schade eigentlich. Yunnan war wirklich hilfreich im Kampf gegen Britannien oder gegen Großbritannien. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass ich sie noch brauche jetzt. Wäre auch irgendwie hilfreich, war das Osmanische Reich, das ist normalerweise nie der Fall. Die Osmanen sind immer eine Vorgabe in einem Krieg. Aber Großbritannien ist so unfähig, was den Kolonialkrieg betrifft, dass selbst da die Osmanen helfen konnten. Was vielleicht auch interessant ist zu sehen, wir hatten während unseres Kriegs auch einen weiteren Krieg, einen Weltkrieg sogar, einen großen Krieg zwischen Norddeutschen Bund und Frankreich, also Norddeutschen Bund, Italien und Großbritannien auf der einen Seite und Frankreich, Österreich auf der anderen Seite. Das war eine ziemlich grausame Sache für Frankreich, Österreich, die sind ziemlich zerlegt worden, haben extrem viel verloren, also nicht Bereiche, aber zumindest am Prestige. Österreich ist echt am Boden. Das Schöne ist, Bayern ist eine Großmacht und solange Bayern eine Großmacht ist, wird der Norddeutsche Bund nicht zu Deutschland werden. Sobald Bayern rausfällt und in der Einflusssphäre vom Norddeutschen Bund ist, wird Bayern wird Deutschland gegründet werden, aber bis zu dem Zeitpunkt wird nichts passieren. Ah ja, Norddeutscher Bund hat da auch einen Teil von Niederlande erobert. Mal sehen, was da passiert. Jo, meine Truppen kommen überall an. Wir bauen schon neue Truppen. Neue Armee, da gleich in den neuen Provinzen, die wir hier haben. Nachdem wir die Armeen haben, werden wir die alten Armeen so weit zurückstutzen und neu formen, dass wir da
Können wir die angreifen? Nee. Was sind denn das für welche? Überwacher. Hm. Wir sind doch mit denen im Bündnis. Nein, sind wir gar nicht. Sie werden nicht akzeptieren? Warum nicht? Na dann nicht. Wenn wir kein Bündnis mit denen haben, ist mir wurscht, wenn sie revoltieren. So, ja genau. Darlehen zurückzahlen. Ah, war eh nicht so viel. Waren nur 70.000, nicht 700.000, wie ich zuerst befürchtet habe. Mongolei, ja klar. Die wollen alle dabei sein. Wenn wir Indien gründen. Er geht tatsächlich nach Karachi. Sag mal, geht's dem noch gut? So ist brav. Ausgezeichnet. So, nachdem da jetzt Nationalisten dran sind, hoffen wir einfach, dass da irgendjemand sich denkt, hurra, Indien! Separatismus? Echt jetzt? Ah! Es hätten wir nicht schon genügend Probleme mit Afghanistan. Und nicht noch mehr Probleme kriegen. Ausgezeichnet. Wieso brauchst du nicht? Ah, weil wir da schon hatten eine Armee. Okay, gut. Da ist unsere neue Armee. Da gehen wir gleich einen Anführer rein. Na, zu viele rote Sachen. Nö, 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 nö. Das schaut schon ganz gut aus. Minus 10% auf Geschwindigkeit, glaube ich, können wir ja tragen. Hervorragend, die Militanz sinkt. Wir haben eine Militanz von 5. Oh Gott. Wieso können wir noch immer nicht spawnen da? 47,79, echt jetzt, wir brauchen eine Militanz von 6, damit wir da was durchsetzen können. Wie ist das mit der Schulreform? 49,59%. Es wird nicht besser. Ach Gott, diese 0,23%, auf die kommt es euch an. 2,1% sogar, es waren 7,9. Ach, wie, so ein Müll. Oh, warte mal, Geld. So, wir zahlen das Darlehen vollständig zurück. Dann können wir die Steuern wieder senken. Auf 80%, sagen wir wieder. Und du wieder zurück auf etwa 50%. So, da haben wir jetzt eine volle Armee. Wir werden da aber diese Truppenteile, die nicht mehr zeitgemäß sind, entsorgen. Also die in ihren Heimatländern keine Bevölkerung mehr haben. So, jetzt schauen wir mal, was braucht ihr? Wir brauchen... dreimal Infanterie, einmal Artillerie. Dann bauen wir das doch glatt da in der Nähe. Mal Artillerie. Ein paar Stunden, Punktschaden.
da einmal Garde und einmal normale Infanterie. So, da haben wir gesagt, boah, braucht es noch echt viel. Hier geht es einmal nach Kalat. Was ist jetzt mit denen? Die wollen nicht zufällig Indien gründen. Kommt schon, ihr könnt das. Indien, Indien. Ja, die Briten nicht kommen, was ich sehr gut fände, um das zu entsorgen. So, wir haben 12.000 Arbeiter zu viel. Wow. Das ist aber schnell gegangen jetzt wieder. Das heißt, wir sollten da weiter ausbauen. Irre. Gut, wir können außerdem, nachdem wir jetzt dann Haufen Geld haben, die Forts erweitern in den Küstenregionen in der Hauptstadt. Wo ist Lahore? Da ist Lahore. Yay, noch mehr Moral. Und da in den Grenzbefestigungen. Die Briten haben da keine Forts gebaut. Das sind echte Würsteln. Hätten wir ruhig Forts bauen können, ja. So, wir lagern den Tee. Achso, na gut, warte mal, da diese 30.000. Was ist das? Sind das auch Nationalisten? Nein, Kommunisten. Die 30.000 werden wir nach Benares setzen. Euch setzen wir nach Amarissa. Und da machen wir auch noch ein Vor. Da auch. Da brauchen wir es so oder so, weil das wird die Nordgrenze von Indien werden. Und dann werden wir. Brauchen wir schon. Und dann werden wir hier noch eine zweite Armee ausrüsten gleich. Okay. Armee bauen. Eins. Zwei. Fünfmal Infanterie, einmal Pionier, einmal Dragoner, einmal Hussar, einmal Artillerie, noch einmal Artillerie. Gut. Gut, das Himmlische Königreich ist auch weg. Das heißt, China ist noch stärker geworden. Was heißt noch stärker? Ich weiß nicht. Warte mal. Sein, dass ihr zwei eigentlich darüber solltet. Nein. Ah, verdammt.
Die 15.000 sind die Armee, die noch nicht ganz fertig war, da. Idiot. Euch hätten wir darüber schicken sollen. Bin so ein Depp. So, das ist jetzt die Armee, die ich da gebaut habe. Ja. Konservative Reaktionäre. Die Liberalen werden weniger, die Sozialisten mehr. Das hilft nicht wirklich. Aber wir haben bald eine Militanz von 6 und dann, spätestens dann, sollte sollte es möglich sein, dass wir eine Reform durchführen. Ihre, die sind so super. Gut, wir können eine Reform machen. Und zwar, wir könnten das einfache Schulsystem auch machen. Obwohl mit Presseförderung machen wir das politische Bewusstsein stärker. Das heißt, die Reformen werden schneller. Hoffentlich funktioniert das. Wir werden das mal auf diese Weise versuchen und das Schulsystem erst als nächstes bauen. Ja, Großbritannien, jetzt solltet ihr langsam irgendwas tun. Ah, da kommen irgendwelche Truppen, habe ich gerade gesehen, Mist. Aber die kommen nicht mehr durch. Hihihihi. Was ist da gestanden? Keine Ahnung. So, ihr setzt durch. Das heißt, ihr fahrt jetzt mal nach Bijant und passt auf die Perser auf. Ihr geht's nach Ghazni. Was brauchen wir für euch? Für euch brauchen wir alles. Brauchen wir mal eine Artillerie, die holen wir uns von da. Dann brauchen wir noch 2 Infanterie. Und was brauchen wir noch? Die Pferden brauchen wir noch. Also einmal Hussar und einmal Dragoner. Na, das war natürlich gescheit. Ich hätte von da die Infanterie holen sollen. Idiot. Und da den Hus, den Dragoner her. Und da den Husaren her. Und von denen die beiden Infanterien. Und dann sind wir voll wieder mit den 15.000. Gut, was ist mit euch? Ihr seid noch zufrieden. Ihr braucht einen Pionier und eine Artillerie. Ihr geht's mal darunter nach Bela, weil wir werden das hier bauen. Einmal Pionier und einmal Artillerie. Schipanakel, du weißt, was zu tun ist. Du holst die da ab. So, außerdem, was brauchst denn du noch? Du brauchst noch einen Dragoner. Das heißt, einen Dragoner werden wir da drüben auch noch bauen. Somalischen Dragoner. Passt. Damit haben wir die Armee auf 80 Regimenter, heißt das Regimenter, sind das Regimenter, wahrscheinlich irgend sowas auf jeden Fall. Damit können wir es schon relativ gut aufnehmen mit unseren Gegnern.
Außerdem sollte dadurch unser Wert noch mehr steigen. Ja, wir haben jetzt 609 Punkte ausgezeichnet. Italien, wir wollen auch noch die Beziehungen verbessern. Ich frage mich gerade wenig, was ich als erstes anfangen soll zum Beeinflussen, wenn ich eine Großmacht bin. Kolumbien würde sich anbieten, es ist der Panama-Kanal noch gar nicht gebaut worden. Das ist irre. Wir hätten tatsächlich Chance, den Panama-Kanal zu bauen. Dazu brauchen wir irgendwas. Wir werden nun als Großmacht angesehen. Yay! Wir sind großartig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kriegen jetzt nicht 1,25 Forschungspunkte, sondern 1,5 Forschungspunkte. Und unsere Angestellten haben schon 0,05% der Bevölkerung. Oh, wir sind so super, wir sind so super, wir sind so spitze. Wir sind da drinnen. Yay! Das heißt, wir können irgendetwas beeinflussen. Machen wir wirklich Kolumbien? Wie ist denn das mit denen? Was ist denn da drinnen? Vertraut, vertraut, vertraut. Nee, das ist sehr mühsam. Wir wollen Indien gründen, das heißt, wir werden in Indien nochmal anfangen, irgendwas zu machen. Ah, diese ganzen indischen Sachen bringen gar nichts, solange Großbritannien da noch irgendwas hat. Na, wir könnten nochmal Sikkim anfangen und Nepal. Obwohl Nepal ist, glaube ich, britisch, ja. Schauen wir mal bei der Einflusssphäre. Was hätten wir? Beroda könnten wir. Aber ich will ja, dass Beroda revoltiert. Und um ehrlich zu sein, ich habe echt keine Lust. Portugal müssten wir gar nicht erobern. Die könnten wir auch in die Einflusssphäre nehmen. Damit wir das kriegen. Goa. Persien. Und natürlich Kiva. Sind auf jeden Fall, immerhin sind das Nachbarn von uns. Persien und Kiva. Xinjiang vielleicht. Die sind zwar vertraut mit Russland, aber wer weiß, vielleicht funktioniert das ja. Und dann natürlich Nepal. Wir werden auch Nepal versuchen. Wir versuchen mal Hegemonialmacht in unserer Gegend zu werden. Bevor wir anfangen weltweit irgendwas zu tun. Ja, klar. Ihr seid ja nur neidisch, weil wir jetzt eine Großmacht sind. Und ihr es bald nicht mehr seid. Was nochmal? Unsere... okay. Diplomatische Spannungen führten zu einem internationalen Konflikt in Westsiebenbürgen. Nachdem Österreich jetzt keine Macht mehr ist, könnte ich Österreich unterstützen. Wir halten uns raus. Ich bin zwar am Konflikt interessiert, weil ich jetzt eine Großmacht bin. Was? Das ist aber schnell gegangen. Oh, Österreich zerfällt fortwährend mehr. Jetzt hat sich gerade Rumänien gebildet. Das ist schneller gegangen, als ich irgendwas tun konnte. Nein, ich wollte da mitmachen, mitspielen. Ihr seid so gemein zu mir. Jetzt bin ich eine Großmacht und ich darf nicht mitspielen. Meine Armee ist die fünftgrößte in der Welt. Ich bin eine Macht. Ich bin keine... Wir sind keine Wilden mehr. Ich will euch zeigen, was Wilde sind.
Wir werden unsere Armeen weiter ausbauen. Ich hätte ganz gerne, dass das da Indien gründet. Da sind bescheuerte Nationalisten drinnen. Die sollen gefälligst die Regierung stürzen, endlich. Wie lang brauchen die da? Erst am Pol. Wir könnten Schiffe wegschicken, jetzt wo wir eine Großmacht sind. Natürlich sollten wir eine Expedition aufstellen. Wir sind eine Großmacht, wir müssen das machen. Okay. Die sind so super. Großbritannien zerfällt immer mehr. Nein, wir nehmen keine Prestigeverluste in Kauf, na von wegen. Da haben sie eh schon ihre 27.000 Markseln rumstehen, um wieder alles gut zu machen. So, was machen wir jetzt? Naja, wir könnten natürlich... Wir könnten natürlich doch da investieren, weil wenn wir da investieren, ich glaube bis Eisendampf verbrauchen wir, dann könnten wir rein theoretisch, wo ist denn das, Politik, Entscheidungen, Panama-Kanal, was brauchen wir dafür? Eisendampfer bräuchte man nur noch forschungsmäßig und Kolumbien als Ding. Und das sollte man eigentlich, ich meine, das sollte man in einem Jahr erforscht haben, die zwei Sachen. So schnell kann man Kolumbien gar nicht beeinflussen. Ja, Kolumbien auch gleich beeinflussen. Ist zwar vielleicht ein Langzeitprojekt, aber was soll's, besser... Besser so als nicht. Das ist unsere erste Marinetechnologie, in die wir investieren. Wir sind so großartig. Sind da schon? Nein, da sind noch keine Truppen. Soziologie. Mhm. Haben wir ja schon gesagt, wir sind eine Großmacht jetzt. Ha! Langlebe Punjab. Hey, Kette ist eine Kernprovinz jetzt. Ausgezeichnet. Uns wird niemand mehr irgendwas wegnehmen. Und gar nicht die elenden Afghanen. Und Frankreich will ein Bündnis mit uns. Will ich Frankreich als Bündnispartner? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall besser als niemand. In Russland wäre mal lieber gewesen eigentlich. Verdammt. Wobei ich glaube, wir sollten jetzt in einer Situation sein, wo wir mehr als einen großen Dings als Bündnispartner haben können. Sie werden nicht akzeptieren. Natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Sie haben eine Beziehung von plus 200 mit uns. Was? Was wollt ihr? Warum? Oh, zu viele Bündnisse. Wer hat so viele Bündnisse? Wir sicher nicht. Kein Mensch mag uns. Nur weil wir so ein Upstart sind oder so irgendwie. Bayern werden wir auch gleich überholt haben, was die Großmachtstatus betrifft. Benares, Vereinte Provinzen. Na. Das dezimiert zwar meine Bevölkerung extrem stark, aber es sollte. Es sollte. Wow, extrem starkes Gut. Ich habe gerade einen Genozid gemacht. Wir haben 2 Millionen Leute verloren. Ja, dafür steigt die Rate an Dings da stark. Wow, das war brutal. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe jetzt gar ein schlechtes Gewissen. Ausgezeichnet. Wo geht's hier hin? Nach Bahawalpur. Bahawalpur. So. Nach Hogarth. Gut. Gut.
vulkanisieren. Hey, wir können Gummi herstellen. Besser. Wenn wir Gummiprovinzen hätten. Was wir nicht haben. Apropos Gummi und herstellen. Wir brauchen... Oh, wir kriegen einen Krieg. Wir brauchen mehr Fabriken, mehr Fabriken. Wir sollten uns überlegen, hier auch noch mehr andere Fabriken hinzustellen. Stahlfabrik nicht, nein. Aber nachdem wir hier eine Artilleriefabrik haben, wäre vielleicht eine Sprengstofffabrik auch nicht schlecht. Sprengstoffe stehen mir noch nirgends hier im Land. Schauen wir mal, Belutschistan. Dann gibt es zwar Fabriken, aber nicht wirklich Arbeiter für diese Fabriken. Ostafghanistan. Und das wird ausbauen. In Sindh kann ich alle ausbauen. In Westafghanistan kann man auch ein paar ausbauen. Schnapsfabrik auf jeden Fall, die ist nicht schlecht. Aber da haben wir eh schon allerdings eine Betonfabrik, machen wir auch noch eine. So, schauen wir mal, wo haben wir denn da den Krieg? Wer führt den Krieg? Russland, oh Gott. Aber Russland hat bis jetzt immer die Kriege verloren. Das heißt, wir könnten auf der Seite der Gewinner stehen. Ja, wobei Österreich ist noch schwächer als vorher. Da müsste man einen relativ schweren Krieg gegen Russland führen. Aber das ist gar nicht einmal so schlimm, weil die müssen alle da oben rein. Da oben können wir einfach verteidigen und aus. Na, vielleicht nicht ihr. Ihr seid frisch ausgebildet. Ihr geht's nach Faisabad. Hier geht's daher. Na, hier bleibt's da. Und du kommst noch. Ah, warte mal, da haben wir auch eine Grenze. Ei. War doch nicht so gut, das Gebiet da zu erobern. Können da auch reinkommen. Ach, weh. Ach, weh. Schaut das aus da? Dann können wir die Forts noch weiter erweitern. Sind wir schon auf Stufe 3 gewesen? Das ist gut. Das ist gut. Was ist mit Faisabad? Na, leider noch nicht. Ja, eigentlich müssen wir das schon machen fast. Ich will zwar nicht, aber wir können nicht sagen, wir sind eine Großmacht und uns dann davor drücken. Vor unseren Bündnispartnern. Und um ehrlich zu sein, ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht zu mir kommt. Dass Österreich den Krieg für mich auf der einen Seite führt. Puh, viele, viele Truppen. Ja, Österreich ist ziemlich modig. Die werden diesen Krieg ziemlich verlieren. Wir sind so unfähig. Ach nein, stimmt schon. Frankreich hat ja den Weltkrieg verloren letztens. Es wird dieser Krieg doch schwieriger werden. Okay, Herrschaften an dieser Stelle sage ich Tschüss für heute. Das nächste Mal werden wir uns diesen Krieg näher zu Gemüte führen.
Wir sind Anführer in dem Krieg. So weit ist es gekommen. Was, wenn wir sagen, wir wollen das machen? Geht das? Oh, das war's mit dem Krieg. Du bleibst da stehen. Wir haben nicht einmal Prestige verloren dadurch. Das war zwar vielleicht fies Frankreich gegenüber, die werden uns jetzt hassen, aber um ehrlich zu sein, ist mir das relativ wurscht. Ich will nur Indien gründen und nicht irgendwelche dummen Kriege gegen Dings führen. Einen erniedrigen Kriegsgrund gegen Großbritannien. Wir verlieren 5 Prestige. Und da gewinnen wir einen Prestige. Wollen wir einen erniedrigen Kriegsgrund gegen Großbritannien? Nein, wir können ihnen sowieso keinen Krieg erklären. Wir haben Waffenstillstand. Vergesst es. Okay, wir haben gesagt, wir hören auf für heute. Tschüss. Gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, dieses Mal habe ich aufgenommen. Bis dann.